Der Streit um das Einfrieren des Bierpreises auf derzeit 10,70 Euro bis 2019 ist zu einer Machtprobe zwischen der Stadt und den Wiesenwirten geworden. Die Stadt beharrt auf der Bremse, die Wiesenwirte fühlen sich bevormundet und müssen außerdem eine Umsatzpacht seitens der Stadt abfedern, die für die erhöhte Sicherheit fällig wird. Aber was sagen die Münchner zum Reizthema Bierpreis auf der Wiesen? Auf jeden Fall zu teuer. Das ist über 10 Euro, glaube ich. Ne? Von Jahr zu Jahr, wenn man das beobachtet, wird es immer mehr, immer mehr. Die Leistungen bleiben eigentlich die gleichen. Drastisch überteuert ist es nicht. Ja, klar, ist das teuer. Ich würde am liebsten Aldi Stand dahin machen. Was hältst du denn von der Bierpreisbremse? Hast du schon von gehört, oder? Ja, habe ich davon gehört, ja. Es ist gut, ja. Aber es wäre besser, wenn der Preis wieder sinken würde. Also ich finde das ein Quatsch. Das ist ein totaler Tönnöff. Weil es wird nicht so passieren. Gucken Sie doch mal unsere Regierung an. Die versprechen auch mal so viel und halten es auch nicht ein. Das wird genauso versprochen und es wird nicht eingehalten. Dass die natürlich ihre Kosten haben, das sehe ich schon ein. Und letztendlich macht der Markt die Musik. Wenn es zu teuer wäre, dann würden die Leute nicht hingehen. Das sehe ich im Prinzip leidenschaftslos. Ist anzunehmen, ja. Könnte schon sein, dass der Preis bei anderen Produkten in die Höhe schießt, ja. Dann werden die Speisen teurer, natürlich, klar. Ja. Irgendwie holen die sich das wieder rein. Ja. Denn das lassen die sich nicht gefallen. Na gut, davon könnte man fast ausgehen. Ja. Denn verschenkt wird wahrscheinlich gar nichts, ne? Ja, ja. Denn irgendwoher holt sich ja heutzutage jeder, ne?